Es sind Landwirte wie Otto Weibel, die der Hindelanger Christian Heumader mit der Kamera aufspüren will. Ich suche Landwirte, die zeigen, dass heute auch noch eine andere Landwirtschaft möglich ist, als das, was üblicherweise läuft. Dass man mit Viechern anständig umgehen kann, dass man mit der Natur anständig umgeht. Dazu gehört für den Fotografen die persönliche Beziehung zu den Kühen und dass Otto Weibel sie tagsüber auf die Weide lässt. Der Landwirt hat mit beeindruckender Standfestigkeit an seinem alten Hof in Gunzesried festgehalten. Das Anwesen ist herrlich gelegen, aber umgeben von 17 Hektar mageren und schwer zu bewirtschaftenden Buckelwiesen. Christian Heumader mag das Unverstellte Otto Weibels, dem seine Sense heilig ist, obwohl er einen Motorfreischneider besitzt. Heutzutage ist das eine moderne Sache. Geht man mit dem Freischneider, geht man da dahinter und das Motorrad halt, aber ruhiger ist es halt mit der Sense. Es ist belieber mit der Sense. Auch die Giftspritze gegen Wiesenunkräuter kommt für ihn nicht in Frage. Mag das Ausmähen noch so mühsam sein? Das ist ein mühsames Geschäft. Das macht schon Spaß. Sagen wir 2 Stunden lang. Und dann musst du wieder absetzen. Und dann musst du wieder ein bisschen das Kreuz grübeln. Das Kreuz ausruhen lassen. Bauerndasein wie in alten Zeiten. Für sein Buch hat Christian Heumader nicht nur selbst fotografiert, sondern auch Bilder aus Allgäuer Stuben und Dachböden zusammengetragen. Früher war halt einfach alles Handarbeit, komplett. Außer Sense und Rechen und Gabel hat es halt nichts gegeben. Die haben den ganzen Tag gearbeitet, von Morgengrauen bis in die Nacht, aber in einem bestimmten Tempo. Man hat alles in einer bestimmten Bedächtigkeit gemacht. Man hat dazwischen dann auch mal eine Pause gemacht und hat sich dann einmal in den Schatten geguckt und hat was getrunken und hat was gegessen und dann hat man wieder weitergemacht. Und heute, viele Bauern sind in einem Dauerstress. Also die sitzen auf ihren Maschinen und das geht wie am Fließband. Zack, 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 zack. Die kommen gar nicht mehr zum Schnaufen, hat man manchmal das Gefühl. Ja. Otto Weibel ist wie der Gegenentwurf. Doch entspannt war es auch für ihn nicht. Sein Lebtag lang hat er am Skilift, als Holzer oder als Bauhelfer dazu verdient. Denn die Milch seiner 10 Kühe bringt nur rund 90 Euro am Tag ein. Otto, gell, ein paar Mal hättest du überlegt, ob du den Betrieb doch aufhörst. Erzähl mal, was ist da passiert? Was da passiert ist? Weil ich war halt überfordert. Weil ich habe auch kein Geld verdient. Der Bruder, der ist fort, der hat auch Geld gehabt. Und ich habe nichts gekriegt. Das haben wir ja mal geschwätzt, das Milchgeld, das ist alle gleich geblieben. Ja. Und Anschaffungen immer teurer. Das ist das Problem. Das ist alles geworden, dass die Milch ist billig geblieben. Mhm. Und das ist heute genauso dasselbe. Mhm. Und darum gehen die zum Schaffen, dass sie das verheben. Mhm. Ja. Das ist halt hart. Zusätzlich arbeiten, um den Hof zu erhalten. Trotzdem hat sich auch seine Tochter Agnes entschieden, weiterzumachen. Tagsüber arbeitet sie als Hauswirtschafterin. Davor ab 5 Uhr morgens und danach ab 5:30 abends macht sie die Landwirtschaft. Ja, verdienen tut man eigentlich nichts damit. Aber wenn man es einfach gern macht, halt. Man muss dafür davor überzeugt sein. Oder halt, ja, man muss es einfach gern tun. Hättest du das eigentlich erwartet von Agnes? Nein, nicht hätte erwartet. Hättest du nicht erwartet? Nein. Ich weiß, das ist ein Haufen Arbeit, aber gut ab. Ja. Ich habe einen riesen Respekt, dass es einfach Junge gibt, die aus einer Begeisterung heraus sowas weitermachen. Wenn man die jetzt hätte, ja, hätte man sofort aufhören. Ja, muss man schon haben. Ja. Jawohl, so, ja, so ist ganz gut. Christian Heumader setzt mit seinem Buch Bäuerinnen und Bauern wie Agnes und Otto Weibel ein Denkmal. Er sucht die Unbeugsamen, die sich noch nicht dem Prinzip Wachse oder Weiche unterworfen haben.
Das sind Menschen, die in ihrem Leben unglaublich viel körperlich gearbeitet haben. Aber gleichzeitig ganz viele von denen haben sich so etwas Lebensfrohes, Humorvolles bewahrt. Die meisten von denen hatten einen ganz tollen Umgang mit Tieren, mit Natur, mit dem, was ihnen sozusagen gegeben ist. Wir begleiten Christian Heumader in die Gegend von Oberstaufen. Das Widersprüchliche an der Landwirtschaftspolitik ist ja, dass sie einerseits immer behauptet, sie will die Familienbetriebe erhalten und auf der anderen Seite genau die Familienbetriebe, also das heißt Betriebe in der Größenordnung zwischen 10 Kühen und 50 Kühen, laufend wegrationalisieren. Was wirklich gefordert wird, das sind die großen Milchlieferanten, die für wenig Geld riesige Mengen Milch liefern. Wir fahren jetzt zur Familie Hertz. Das ist die Alpe Hompessen. Der Betrieb ist in einer Größe, wo das Landwirtschaftsamt schon lange sagt, solche Betriebe sind nicht mehr rentabel, sind nicht mehr zukunftsfähig. Er beweist, dass das Gegenteil möglich ist. Mit gerade mal 25 Milchkühen ernährt Biobauer Xaver Hertz seine Familie. Dabei hat er nicht einmal Hochleistungsrinder. Wir züchten wieder auf Original-Braunvieh, Original-Rasse, weil die viel widerstandsfähiger sind. Die geben zwar Kühe so hohe Milchleistung, aber das ist halt eine Zweinutzungsrasse, sowohl Milch als auch Fleisch, und sind halt robuster. Und sie tragen noch stolz ihre Hörner. Durch behutsamen Umgang sind die Kühe so entspannt, dass Alphilfe Elli Unterreitmeier nicht die geringste Angst haben muss. Hier haben schon immer mal Leben irgendwie. Also, sie mögen da eigentlich, glaube ich, nie wirklich was Bäs. Also, das ist schon ein bisschen intim mit Jana. Du bist zweimal am Tag Jana ganz nah und kuschelst immer ein bisschen. Und dann niemals würde Xaver Hertz seine Kühe enthornen, wie inzwischen in den meisten Betrieben üblich. Hier bleiben die Hörner. Und nicht nur, weil sie wichtig für das Sozialverhalten der Tiere sind. Ganz einfach aus dem Grund, weil das der Natur entspricht. Da findet ja was statt in dem Kuhhorn. Wissenschaftlich ist es noch nicht so ganz genau belegt, was da bei der Verdauung alles stattfindet. Aber die Milch aus einer Kuh mit Hörner ist besser verträglich. Also, wenn ich das Horn wegmachen müsste, dann würde ich vorher aufhören. Das Argument ist immer, die Hörner müssen weg, weil es Gefährdung für den Menschen sind. Das ist die reine Lüge. Die kommen nur weg, damit die Viecher industrialisiert verwertet werden und vermarktet werden können. Das ist bloß, damit man halt von denen 20 in einen Anhänger reinstopfen kann und die Laufstelle vollstopfen kann. Und wenn sie Hörner haben, dann geht das halt nicht. So ist gut. Der Xaver ist der Beweis dafür, dass das als ein blödes Geschwätz ist. Wenn man mit den Viechern bestens umgeht, nachher geht es auch mit den Hörnern bestens. Ein paar Bilder machen von Thomas. Gleich neben dem Stall ist die Sendküche. Grüß dich. Thomas, grüß dich. Xavers Bruder Thomas Hertz veredelt hier täglich rund 350 Liter frische Milch zu Rohmilchkäse, der ab Hof verkauft wird und die Existenz sichert. Seit 7 Uhr morgens schürt er den Kupferkessel. Wenn ich die einzelnen Bruchkörner da zusammenpressen tue und die schön auseinanderbrechen und sich wieder verreiben lässt, dann sind sie druckert nur. Dann kann ich den Käse rüsten. Thomas und Xaver Hertz haben ein besonderes Ziel. Käse aus Milch von ursprünglichen Rassen, aus sogenannter A2-Milch. Denn Milch gängiger Viehrassen hat durch Mutation und Zucht oft eine veränderte Eiweißstruktur. Das ist, was Christian Heumader beeindruckt. Die Verbindung aus traditioneller Arbeit und fortschrittlichem Denken. Durch Rückzucht ihres Viehbestandes wollen die Herzens es schaffen, zukünftig A2-Milch zu erzeugen. Der Käse daraus, davon sind die Brüder überzeugt, ist bekömmlicher. Alpkäse mit Ei, Mehl und Semmelbrösel paniert. Annemarie Hertz, die Frau von Xaver,
lässt Christian Heumader nicht ohne gemeinsames Mittagessen gehen. Der Alpkäse zieht solche Fäden, weil er schneller schmilzt als Bergkäse. Und er ist cremiger. Nicht nur der Geschmack macht den Genuss, sondern auch der Stolz auf ihren Käse, der den Herzens erlaubt, allein von ihrer kleinen Landwirtschaft leben zu können. Wir fahren nach Kirwang zur Familie Martin, die auch sich auf eigene Füße gestellt haben. Die haben dann konventionellen Betrieb von den Schwiegereltern übernommen und die den Vertrag mit der Milchwerk gekündigt haben und jetzt seit einigen Jahren die Milch selber vermarkten. Was mir an Martins gefällt, ist ihr Mut. Der Mut, ihre Geschichte selber in die Hand zu nehmen. Matthias Martin verzichtet auf die gesicherte Abnahme seiner Milch durch die Molkerei. Dafür diktiert ihm keiner den Preis. Durch das eigene Verkäsen erwirtschaftet er viel mehr Geld aus seiner Milch, als wenn er sie abliefern würde. Ganz wichtig für den Rohmilchkäse, seine Kühe bekommen nur Gras und Heu, keinesfalls Silofutter. Ob das Grassilage ist oder Mais-Silage, da geben die Kühe zwar mehr Milch und ist einfacher zu machen und sie fressen mehr von dem Zeug. Aber du kannst halt keinen Rohmilchkäse machen, weil da sind Bakterien drin, das sind die Clostridien. Und die kommen nach zwei Monaten, dort ist die Leib blähen. Die tritt es nachher auf und verriest es und sind nicht haltbar. Und das Problem haben wir, oder das ist ja das Schöne, dass wir länger, den Käse, den wir machen, der sollte länger reifen und der sollte mit jedem Monat, wo er länger reift, besser werden vom Geschmack. 7 Tage die Woche steht Matthias Martin in der Sennküche. Täglich, das ganze Jahr, außer einer Woche Urlaub, bringt er die Laibe in den Käsekeller. Und er möchte mit niemandem tauschen. Klar, selbstständig heißt halt, du bist halt da, oder? Gesund musst bleiben. Krank gibt es nicht. Urlaub ist schön, ganz wenig. Aber ich bin mein eigener Herr und muss in ein Büro hocken. Seine Frau Marion ist für den Verkauf zuständig. In Bolsterlang haben die Martins dafür die alte Sennerei gepachtet und zu einem kleinen Käseladen umfunktioniert. Von der Milcherzeugung bis zum Käseverkauf, alles in einer Hand. Es wird sehr gut angenommen im Dorf von den Einheimischen und auch von den Gästen, weil sie einfach wissen möchten, wo das Produkt gemacht wird und wer es herstellt. Zu viel Käse können die Martins gar nicht erzeugen. Kaum ist geöffnet, steht eine Schlange vor ihrem Laden. Ohne Selbstvermarktung hätten die Martins mit ihren 3 Buben keinesfalls von ihrem Bauernhof leben können. Jetzt schaffen sie das, mit nur 16 Kühen. Das finde ich einfach toll. Weil mein Tierbetrieb, die immer bloß das nachmachen, was ihnen das Amt vielleicht vorgibt, die haben natürlich keine Zukunft. Zukunft haben die, die sich das selber in die Hand nehmen und wirklich was daraus machen. Wie Matthias und Marion Martin. Die hoffen, dass so auch einer ihrer Buben eine Perspektive als Kleinbauer hat. Das wünscht sich Christian Heumader für die Zukunft. Landwirte, die pfleglich mit Umwelt und Tieren umgehen und von ihrer Arbeit leben können.